Cedar Owls. Moin Moin Seekräuter, willkommen zum Ausblick hier bei Buffs and Nerfs. Diverse Schiffe werden wieder von Wargaming verändert. Alles Work in Progress, ihr seht es eingeblendet. Also, fangen wir direkt an. Die Graf Zeppelin T8 Flugzeugträger der Deutschen. Da gibt es jetzt einen weiteren Buff, würde ich sagen. Torpedoschaden wird erhöht, nämlich um fast, also über 700 Punkte. Von 4533 auf 5287 Alpha Damage. Der Wassereinbruch, die Wahrscheinlichkeit steigt um 4% auf 29% und die Bombennormalisierung steigt oder verbessert sich um 5 Grad. Heißt, wenn ihr aus dem ungünstigen Winkel anfliegt und das genau auf der Kippe ist zwischen Abpraller oder Penetration, habt ihr jetzt 5 Grad mehr Spielraum, aus dem die Bombe kommen kann und die normalisiert sich dann zu dem besseren Winkel. Normalisierung ist quasi immer ein Vorteil für den Spieler, weil die Bombe sich immer zu dem besseren Winkel normalisiert, so heißt das so schön. Außerdem wird die zu durchdringende Panzerung etwas geschmälert durch den Aufpralldruck auf diesen Panzer. Und ja, das nennt sich Normalisierung. Zum anderen gibt es nochmal eine Änderung bei den Flugzeugen. Und zwar bei der Graf Zeppelin wird sich das in Zukunft so ändern, dass man 30 Knoten an Boost bekommt, wenn man den Motor Boost benutzt. Und wenn man die S-Taste zum Verlangsamen benutzt, dann werden eben 20 Knoten abgezogen. Das betrifft bei der Graf Zeppelin alle Flugzeuge. Und die Flugzeuge Japans haben das dann auch genau die gleichen Fähigkeiten. 20 Knoten, 30 Knoten Boost und 20 Knoten Verlangsamung. Bei den restlichen Nationen betrifft das nur die Schlachtflugzeuge mit diesen 30 Knoten Boost, 20 Knoten Verlangsamung. Die restlichen Flugzeuge sind dann also bei den Briten und bei den Amerikanern eben beim Boost mit 26,25 Knoten angegeben und die Verlangsamung mit 17,5 Knoten. Das ist Stand Work in Progress. So viel aber zu den Flugzeugträgern. Kommen wir zum französischen T5-Zerstörer Scirocco. Aktuell auch noch Work in Progress in der Veränderung. Und zwar werden da die Torpedos ausgetauscht. Der Schaden wird verändert und zwar abgesenkt auf ehemals von 14.883 runter auf 12.233. Gleichzeitig wird auch die Torpedogeschwindigkeit reduziert auf 57 Knoten, die Reichweite wird reduziert auf 7 Knoten und die Erkennbarkeitsreichweite der Torpedos um 100 Meter reduziert auf 1,2 Kilometer. Die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit wird auch ordentlich genervt und zwar von 246% auf 199%. Nein, das ist jetzt nicht der totale Wert, der geht nachher noch durch Formeln und hast du nicht gesehen. Also ihr müsst euch jetzt nicht Sorgen machen, dass ihr jedes Mal einen Wassereinbruch erleidet bei diesen Torpedos. Das wird ja dann nachher auch noch durch die Torpedowülste und so weiter alles von euren Schiffen dann eben mit abgefedert und so weiter und so fort. Also hier ganz klar der Fokus auf den Gun-DD, das was die Franzosen sein sollen oder wollen. Schnelle, ultra, ultra leichte Kreuzer, wenn man dazu sagen möchte, ohne Nebel. Und eben Fokus auf die Guns, nicht auf die Torpedos, das war, war vorher eben hier deutlich leichter. Gut, dazu Scirocco, und das soll ja wahrscheinlich ein Premium-Zerstörer werden, dann gehen wir weiter. Und zwar zur Mogador T9, Standard-Forschungsbaum-Zerstörer der Franzosen, also auch wieder so ein ultra, ultra leichter Kreuzer, wenn man dazu sagen möchte. Kein Nebel, Hauptbatterie-Nachladezeit wird verändert, nämlich von 7,5 Sekunden Hauch auf 8 Sekunden. Das Ding hat ja auch 4 Türme, 2 Rohre, also hat eine ordentliche Feuerkraft. Und wird dann wahrscheinlich auch irgendwie so weit wie ein Hauptbatterie-Nachladebooster möglicherweise bekommen und so weiter und so fort. Also das in Kombination wird, ja, ist halt ein leichter Nerf für das Schiff, weil die Nachladezeit sich um eine halbe Sekunde verlängert. Wie gesagt, soll das Schiff in Einklang bringen mit anderen ähnlichen Typen Schiffen. Das nächste Schiff, was wir für euch haben, ist die Slava. Die Slava wird schon wieder verändert und zwar war vorher der Fokus eher auf Langstrecke mit guter Feuerkraft und Anfälligkeit, wenn sie stehen bleibt. Das hat allerdings, die letzte Änderung hat dazu geführt, dass die sich zu noch beschisseneren Positionen für das Wargaming-Spiel sozusagen gezwungen sahen, die Kapitäne bei der Slava. Und deswegen wird jetzt wieder ein bisschen was geändert. Und zwar die 180 Grad Drehzeit der Hauptbatterie wird reduziert, also ein Buff von 60 auf 45 Sekunden. Fühlt sich East Georgia ähnlich an dann. Die haben ja auch 45 Sekunden und die Nachladezeit der Hauptbatterie wird verkürzt von
von 33 auf 30 Sekunden. So rum ist das richtig. Das heißt, das Ding ist wieder ein bisschen agiler, die Türme drehen schneller und die Granaten fliegen den Gegnern schneller um die Ohren. Das ist der Grund, warum sie das jetzt wieder ändern, weil einfach die Positionierung der Slava einfach ja doof war, sozusagen. Raus aus dem Gefecht musste sie gehen, weit weg, weil die Turmdrehzeit eben immer sehr, sehr langsam war und ach, naja, war einfach nicht so schön. Was sie mit der Slava genau machen, bin ich sowieso noch super gespannt drauf. Warum bringen sie dieses Schiff überhaupt in der Art und Weise, wo sie auch eine Kreml haben? Eigentlich sind die russischen Schlachtschiffe doch für die Front gedacht. Und was mit der Slava machen sie jetzt irgendwie was komplett anderes? Das ist irgendwie so ein Kontrastprogramm, wo der ganze Baum doch relativ eindeutig ist. Aber gut. Soll dahingestellt sein. Schauen wir mal, was da draus dann wird. Und wir gehen weiter im russischen Baum. Und zwar zur Smolensk, denn da wird eine Sache nur gemacht, und zwar wird die Hauptbatterie Feuerreichweite reduziert von 15,6 hoch runter auf 13,8. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr weiter schießen wollt, dann eben die erweiterte Schießausbildung nehmen oder eben die entsprechende Verbesserung als Modul einbauen, um dann weiter schießen zu können. Theoretisch die Reichweite um und bei 20 Kilometer, also ein bisschen weniger sollte noch drin sein, wenn man das jetzt hochrechnet. Wir kriegen ja 10% oder 20% Feuerreichweite durch den Kapitän und dann gibt es noch was bei den Modulen an Feuerreichweite. Ich habe den Wert gerade nicht im Kopf, darum will ich jetzt keinen Scheiß erzählen. Aber auf jeden Fall 19 bis 20 Kilometer sollte immer noch drin sein, wenn man das Ding komplett auf Reichweite gilt. Die russischen Kreuzer sind ja nicht für besonders hohe Feuerbögen bekannt. Die Munition ist hier auch verhältnismäßig schnell, relativ gesehen. Und deswegen ist der Bogen relativ flach bei der Smolensk. Ich vermute, dass man hier doch immer noch relativ gut zumindest einmal Reichweite investieren sollte und auch kann, ohne dass man da so große Sorgen hat. Ja, dazu Smolensk ist ein interessanter Feuergott. Schauen wir einfach mal, wie das Schiffchen dann nachher ins Spiel kommt. Auch ein T-10-Kreuzer der Sowjetunion. Und dann geht es noch weiter. Wir haben nämlich auch noch einen französischen T-10-Kreuzer. Nämlich die Colbert, die jetzt hier gerade im Hafen steht. Und die bekommt eine besondere Reparaturmannschaft. Sie hat ja keinen Nebel, ganz im Gegensatz zur Smolensk. Auch kleines Kaliber, schnell feuern, 2,7 Sekunden ist die Nachladezeit aktuell. Und ja, Wiederherstellung der Kasematten wird erhöht. Das ist der Teil ohne Zitadelle von 50% auf 60% des Schadens, den die Kasematten da fressen. Und die Wiederherstellung des Zitadellenschadens wird auch erhöht von 33% auf 50%. Das heißt, ihr kriegt einen Bonus quasi ein Stück weit zumindest. Ihr könnt ein bisschen mehr wieder davon herstellen. Ihr seid ständig offen, müsst das Ding eher ein bisschen auf Distanz fahren und ja, er ist ja schon mal ein paar Meter rangerückt, glaube ich, an die Gegner. Das war vorher zu weit weg, jetzt können sie ein bisschen besser kontern, die Gegner. Ja, gucken wir mal, ob da noch weitere Sachen kommen. Optisch sieht das Ding natürlich total kompakt und super spannend aus. Wir haben euch das ja im Ausblick vorgestellt, das Schiffchen, und sind da nochmal auf die Sachen eingegangen, Spielstil und so weiter. Gut. Und dann kommen wir zum letzten Schiff, welches wir hier im Ausblick hier mal kurz behandeln wollen. Und zwar kommen wir da zur Yudashi T7 Premium Zerstörer der japanischen Marine. Und zwar gab es da ja auch schon diverse Änderungen, das ist jetzt eine weitere. Die Torpedos werden ausgetauscht, der Schaden wird gesenkt von 17.233 runter auf 15.633. Die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit wird auch gesenkt auf 259%, kommt von 287%. Ich hatte eben schon mal gesagt, diese geht jetzt nicht irgendwie direkt, also der Wert geht zwar schon irgendwie in die Formel ein, aber ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr um fast 300% erhöhte Wassereinbruchswahrscheinlichkeit irgendwo habt. Das wird natürlich abgefedert durch eure ganzen Gegenmaßnahmen und in die Formel mit integriert, um die Wassereinbrüche zu berechnen. Also macht euch da jetzt nicht zu doll Gedanken. Entscheidend ist, das Schiff konnte aus relativ sicherer Entfernung großen Schaden anrichten, gut torpen und so weiter. Das war einfach zu effizient für ihren Bereich. Es soll jetzt wieder ein bisschen näher ran an den Feind rücken und auch ein bisschen einfach vorne mithelfen, sage ich jetzt einfach mal. Das soll jetzt mit dieser Sache ein bisschen besser funktionieren. Es ist zwar immer noch sehr empfindlich, was Beschuss betrifft, ist so, die typische japanische Spielweise, sage ich jetzt einfach mal. Und man soll jetzt halt ein bisschen mehr irgendwo Risiko eingehen, wird dafür aber nicht mehr so super gut belohnt. Ne? Also vorher waren es eben 17.000, über 17.000 Alpha Damage, jetzt sind es nur noch 16.500 oder 15.500 besser gesagt. Das ist irgendwie halt zum Angleichen der T7-Zerstörer so gedacht.
So, und das war's von uns im Ausblick. Ich hoffe, ihr konntet dieses kleine, kompakte Format mit den ganzen Buffs und Nerfs mal wieder so ein bisschen genießen. Schreibt uns gerne eure Gedanken unten ins Video rein, in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen. Lasst uns ein bisschen darüber diskutieren, was ihr so von den ganzen Veränderungen haltet. Freut euch über die Graf Zeppelin-Änderung. Da bin ich mir relativ sicher sogar, dass ihr euch darüber freut. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal oder halt im Livestream. Ne? Haut rein, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Figure out.